Matthias Edenborn wird ab dem 17. September das Hamburger Schloss des Musicals Tanz der Vampire als Graf von Krolock beziehen. Er freut sich sehr über den Standort Hamburg, da die Stadt ihn mit dem vielen Wasser an seine Heimat Stockholm erinnert. Im Interview steht Matthias Edenborn Rede und Antwort zum beliebten Musical. Was macht denn Tanz der Vampire so besonders? Weil es das beste Stück ist, was momentan oder seit 15 Jahren gibt's auf dem Markt, im deutschsprachigen Raum, weil es alles hat. Gott, das könnte ich so schön sagen, jede Interview, aber es ist so. Es hat alles. Es ist lustig, es ist poetisch, es ist gefährlich, es passiert Sachen im Publikum, wunderschöne Musik, schöne Kulissen. Das ist ein Fakt. Du spielst den Grafen Krolock. Wie würdest du die Persönlichkeit der Rolle beschreiben? Er hat zwei verschiedene Seiten. Er ist menschlich und tot gleichzeitig. Und das ist eine Herausforderung, das darzustellen, weil wie stellst du jemanden dar, der keine Gefühle hat eigentlich? Er ist ja tot, hat kein Herz, aber hat er. Hat eine menschliche Seite mit unglaublicher Spannweite von Gefühlen. Überträgt sich die Rolle auch ins echte Leben? Ja, ich glaube, jede Rolle, die du spielst, wird ja beeinflusst von dir selber, weil ich kann nicht mit seinen Gefühlen fühlen. Es gibt keinen von Krolock. Ich muss mit meinen Gefühlen fühlen. Und ich muss die Rolle spielen, wie ich es verstehe. Wie ich sein würde als ihm. Die muss zusammenschmelzen, die zwei verschiedenen Typen da, Matthias und Krolock. Ich nehme ihn sehr ernst. Gibt es denn eine Trennlinie zwischen Matthias und Graf Krolock? Gibt's keinen. Weil es bin ich mit meinen Gefühlen auf der Bühne, gibt's keinen. Es bin ich. Natürlich würde ich nicht mit einem Kostüm zu einer Perücke und mit den Zähnen mal im Leben rumlaufen, aber das bin ich. In dem Kostüm. Ja. Wo hast du die Rolle schon überall gespielt und gab es Unterschiede? Ich habe es in Stuttgart, in Berlin und jetzt bald in Hamburg. Stuttgart ist irgendwie das deutsche Heimstadt, den Vampiren. Das ist irgendwie das größte Fangemeinde, glaube ich. Da funktioniert es immer, da sind wir sicher. Zum vierten oder fünften Mal war es schon in Stuttgart jetzt und immer noch ausverkauft. Ich freue mich auf Hamburg, weil ich habe das Gefühl, von all den Städten, wo ich gespielt habe, sind das Publikum das Bestausgebildete. Versteht Kunst ein bisschen hier, in Großstadt. Anspruchsvoller sind sie hier. Wie erklärst du dir generell den Vampirkult? Gerade Tanz der Vampire hat ja eine große und sehr beständige Fanbase. Die sind schön und gefährlich. Die sind ganz schön gefährlich. Ja, das ist, was es ausmacht. Die sind ehrlich, weißt du? Ich mag von Krolock, weil er ehrlich ist. Er verführt Alfred am Ende, zwar erster Akt mit die Wahrheit. Such auch und akzeptiere deine dunklen Seiten. Fühl dich auch manchmal traurig, das ist okay. Wenn du das alles hast, die Spannweite und Gefühle, wirst du erfahren, was wirkliche Liebe ist. Und es wird dich frei machen. Das ist mit in dem Geschäft auch, zu welchem Zeitpunkt es kommt. Wann es populär wird. YouTube wurde auch populär, weil die Rechtszeiten zum CD-ROM irgendwie da waren und populär. Und die Lieder, was den Geld, das ich damals reingespielt habe, ist immer noch, glaubt man nicht, aber die haben am meisten Geld reingespielt von gewissen Liedern. Das ist wirklich top. Es kam zu einer günstigen Zeit, aber das ist auch ein traumhaftes Stück. Es ist auf Deutsch geschrieben. Deswegen passt ein Text zu Schauspieler, zu was du ausdrücken musst. Wenn du Phantom der Oper spielst oder welche andere amerikanische Stücke, dann wirkt es alles ein bisschen verkrampft. Notlösungen, Textnotlösungen, das ist passend Musik. Welches ist deine Lieblingsszene oder dein Lieblingssong aus Tanz der Vampire und warum? Ja, viele. Ich mag, wenn ich nicht so allein sein muss. Das ist viel Monologarbeit. Aber ich mag natürlich Liebesduett mit Sarah, die schöne Frau, die so riechen und nah zu sein. Ich mag auch unheimlich gern Ende erster Akt mit Professor Aponsius und Alfred, wo ich nicht allein auf der Bühne stehen muss und nur meine Gefühle und meine Erzählung. Das mag ich gern. Wie gefällt dir das Stage-Theater an der Elbe? Super. Erstmal freue ich mich jedes Mal, an neue Theater zu erleben.
weil das Publikumraum unterschiedlich ist und das ist wirklich sehr intim hier. Es ist ein Riesenhaus, aber es ist so nah. Das Publikum ist sehr nah an das, alles, was geschieht auf der Bühne. Ich habe Stücke hier gesehen, wie Wunde von Bern. Es funktioniert großartig. Das ganze Ambiente hier mit Wasser und Licht durchgeflutet. Das ist eine Top-Adresse, finde ich. Und worauf freust du dich hier am meisten? Ja, Hamburg hat da einfach viel zu bieten. Wenn du ein bisschen Spaß haben will an der Seite vom Musical, dein Musical-Leben und was erleben, gibt es viele Angebote. Alles vom Golfspielen, was ich mag, oder es gibt viele Golfanlagen. Oder was trinken gehen oder was Schönes essen. Natur. Aber ich freue mich auf das Hamburger Publikum, weil ich glaube, das sind ein bisschen wählerischer. Und das ist gut. Ich liebe ein intelligentes Publikum, weil da musst du dich sehr viel mehr Mühe geben, um sie zu überzeugen. Und das finde ich spannend. Und ein bisschen Widerstand gibt's, weil das pusht mich, Kontakt zu nehmen. Hör mir zu. Ich habe was zu erzählen. Und das macht den Darsteller besser. Finde ich. Wie kamst du dazu, Musical-Darsteller zu werden und was macht dein Beruf für dich aus? Manchmal habe ich das Gefühl, es ist Schicksal, aber gleichzeitig vorbestimmt. Manche Sachen trägst du in deinem Kopf und manche Sachen wohnen im Herzen. Oh, Entschuldigung, Mikrofon. Manche Sachen trägst du im Herzen. Ich habe vom Kopf her gedacht, wie jeder andere Junge, ich möchte gern Fußballspieler werden, aber das war im Endeffekt nicht meins. Und dann habe ich das aufgegeben und angefangen zu singen und dann ist alles plötzlich schnell passiert. Und man kann sich fragen, war das nicht komisch, so eine große Veränderung? Nein, ich habe mich dann zu Hause gefühlt. Nie darüber nachgedacht. Aber mein Herz hat gesagt, hier bist du richtig. Was macht für dich den Reiz der Vampire auf die Zuschauer aus? Sie sind gefährlich. Und schön, das habe ich gesagt. Ich finde sie ehrlich. Die sind, was sie sind. Ich selber bin keine Fan von positives Denken. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, du fühlst dich, wie du fühlst. Und auch die negativen Seiten, was du im Leben hast, von Kindheit oder von unangenehmen Sachen, muss auch gefühlt werden. Um Dalai Lama sehr schön zu zitieren, sagt er, nur ein Mensch, der wirklich Angst in sein Herz tragen kann, kann auch wirklich lieben. Die Vampiren sind ehrlich. Und ich glaube, es ist schön für die Menschen auch zu denken, ja, wir haben auch was Boshaftes in uns. Wir können auch Blut saugen, wenn wir wollen. Wir können auch so Vampire für eine Nacht werden. Und die Vampire gewinnen auch den ganzen Abend. Und das Leute freut sich drüber. Was denkst du, ist die Kernbotschaft? Ich finde es sehr offen. Ich glaube, es gibt so viele Botschaften, was es Menschen gibt. Das ist das Schöne bei Kunst. Vielleicht sieht Menschen irgendwie, manche Menschen sieht das als, ist einfach ein lustiger Abend. Manche Menschen interpretieren sehr viel Tiefe in die Texte, in die poetischen Texte, was der Hamburger Michael Kunze geschrieben hat. Und manche Menschen sehen es so, manche Menschen so. Für mich ist es ein besonderes Stück. Für mich gibt es viele Weisheiten drin und viele Botschaften. Ja, jetzt habe ich einen gefunden. Jetzt habe ich meinen Koffer nicht an. Das unstillbare Gier ist Sucht. Alles, was du von der Außenseite holst, um dich glücklich zu machen, macht dich abhängig, macht zum Sucht. Das Bluttrinken, um zu überleben, repräsentiert Alkohol, Sex, zu viel Essen, Adrenalinkick, alles, was man damit ersetzen kann. Das unstillbare Gier, das Blutsaugen ist das, eine Sucht. Und wir können da ewig unser Leben da verdammt sein und unglücklich sterben oder wir können es ändern und versuchen, was anderes zu finden. Das ist, was es repräsentiert. Der Schmerz, der Kolok ist das. Am Endeffekt ist ja widersprüchlich, weil die Vampire gewinnen und sie sind glücklich damit. Aber für mich ist das ein Riesenteil von Botschaft. Man kann nicht von dieser Sucht, man muss sich irgendwann von dieser Sucht trennen im Leben. Und wir wissen alle, was es ist. Wie groß ist die schauspielerische Herausforderung der Rolle und des Stückes für dich?
Ja, auf den Art und Weise natürlich, dass man die Tiefe dieser Charaktere, die Hosen anzuziehen, ich bin 700 Jahre alt und ich habe alles erlebt, ist natürlich eine riesen Herausforderung. Aber ich muss, wie gesagt, auf meine Art und Weise das darstellen. Und für mich ist das, habe ich jemals geliebt als Matthias? Kann ich das? Wage ich das? Jemand so tief in mein Herzen reinlassen? Oder spielt mein Ego mit Frauen oder schütze ich mich? Sauge ich die Menschen um mich rum aus, um zu kriegen, was ich will? Spiele ich soziale Spiele, weil ich gerne haben möchte, was ich will? Das gibt in der Rolle und das ist, was es heißt für mich, unsterbare Gier. Ich will endlich vielleicht anfangen, richtig zu leben, ohne Angst. Ich möchte gern vielleicht auch richtig auch empfinden, wie Liebe, was Liebe ist, wie es ist, ohne Angst zu lieben. Welche Rolle spielt die Musik von Jim Steinman für das Musical? Oh, das passt so sehr. Das, was Michael Reed und Jim Steinman zusammen kreiert haben, diese Mischung von Rock und Musical, ist faszinierend. Und das ist auch geil, weil die menschliche Seite von Kolok kann rockig klingen. Und die Unsterbliche kann ein bisschen getragen, ein bisschen offener, ein bisschen dunkler klingen. Wie bedeutsam ist die Tatsache, dass der Autor Michael Kunze die Texte für dieses Stück auf Deutsch verfasste? Deutsch ist eine wunderschöne Sprache, hat den größten Wortschatz von allen Sprachen in der Welt. Und meine Interpretation ist, dass Deutsch deswegen am besten von Melodie monotone klingt. Es ist eine wunderschöne Sprache, weil in Deutsch sucht man nicht eine Melodie sich aus, um zu erklären, was es eigentlich heißt, was du sagen willst. Du suchst den richtigen Wort und du betonst den Wort. Und wenn ein Stück wie Phantom der Oper auf Englisch geschrieben ist und da muss es reinpassen mit der ganzen Musik, mit Deutsch, dann wird es Notreimen kommt ins Spiel und es passt nicht. Das klingt irgendwie nicht hautnah. Aber Vampire ist wunderschön geschrieben und für ein Schauspiel ist es einfach, weil das Wort passt zur Note. Wenn es eine lange Vokal ist, ist es eine lange Note. Wenn es ein kurzer Vokal ist mit einem Konsonant, ist es eine kurze Note. Und das ist so viel einfacher für einen Darsteller, damit so umzugehen. Hat der Vampirgraf auf die Zuschauerinnen eine besondere Wirkung? Frauen stehen doch auf Bad Guys, heißt es so schön. Vielleicht das, vielleicht finden sie das spannend. Mit, ist ein bisschen sehr erotisch auch, weil er verführt ja Sarah mit, ich würde dich so Frau machen. Ich würde dann Unschuld nehmen, aber durch das Blut saugen werde ich dich unsterblich machen. Diesen Mitternachtsball. Vielleicht finden sie irgendwie was für den Kolok deswegen, dass er spannend ist, dass er mystisch und gefährlich und romantisch und erotisch auch ist. Wäre die Unsterblichkeit etwas für dich? Nee. Oh Gott, stell dir mal vor, unsterblich zu leben. Nach einer Weile bist du allein. Deine Familie sind alle tot und weg. Und irgendwann hast du es wirklich satt. Es ist ein Riesenschicksal, was er hat. Ewig zu leben. Das ist ein Fluch. Also feiert das Stück im Prinzip das Leben? Ja. Denke ich schon. Ja. Aber wie gesagt, was schön ist mit Vampire ist ja natürlich, dass es nicht nur seriös ist und tiefsinnig und clever, sondern auch leichtsinnig und lustig. Das ist, warum es so populär geworden ist, glaube ich. Weil es, du kannst es fünfmal anschauen, es ist trotzdem, hat eine Leichtigkeit. Es ist nicht nur, saugt dich aus, sondern es bringt dich zum Lachen auch. Bringt zum Lachen und Nachdenken. Warum passt Tanz der Vampire nach Hamburg? Ich glaube, das wird auch Meinung geben, weil eine Sache ist, wie du singst. Ich glaube, in Hamburg mögen sie das klassische Gesang am besten. Die magen das gelernte Schauspiel. Die verstehen was vom Schauspiel und vom Gesang. Und haben ein bisschen mehr Ansprüche. Aber was man dann kontern mit muss, bombardiert sie mit Gefühl. Das ist ein bisschen Kälte in der Hamburger Mentalität mit Wärme und Echtheit, bis sie aufgeben muss und sagen: Nein, jetzt höre ich auf, jetzt will ich einfach nur reinnehmen.
Und das ist die Herausforderung, weil es schön, dass ihr was versteht. Das heißt auch, dass sie Gedanken machen. Überträgt sich die Rolle auch ins echte Leben? Manche Sachen findest du mit dem Kopf. Und manche Sachen wird in dein Herzen gespürt. Du kannst in dein Herzen spüren. Und als junge Teenie wollte ich wie alle anderen Fußballspieler werden. Vom Kopf her. Und der Wunsch, auf der Bühne zu singen und Gefühle auszudrücken, hat in mein Herz geschlafen. Und als dann meine Fußballkarriere beendet wurde, habe ich ein bisschen Gesangsunterricht. Alles ist schnell passiert. Plötzlich habe ich West Side Story gespielt, den Tony. Und das war überhaupt nicht überraschend oder komisch. Irgendwer hat das Gefühl, das wusste ich schon immer. Nur nie darüber nachgedacht. Manche Sachen wohnen im Herzen, manche im Kopf. Warum muss man Tanz der Vampire in Hamburg gesehen haben? Also ich sehe drei Gründe. Der erste Grund ist, das Stück ist so fantastisch. Es ist wirklich geil. Zweiter Grund, das Stück ist wirklich fantastisch. Es ist ein geiles Stück. Und auch der dritte Grund ist genau dasselbe. Es ist wirklich geil. Ihr müsst wirklich hinkommen. Und ich brauche auch frisches Blut. Es ist ja langweilig, die Stuttgarter irgendwie zu beißen die ganze Zeit. Die Hamburger schmecken sicher auch gut.